So Freunde, da bin ich wieder. Heute in Ribonville, Elsass. Und wir haben vor, eine Drei-Burgen-Tour zu machen. Und da geht's mal los heute. Und zwar als erstes zum Kloster Dusenbach. Wenn ihr Lust gehabt, dann bleibt dran und kommt mit. Es geht los. Was war das? Der Kreuzweg, ne? Jesus est Chargé de la Croix. Ja. Heide, ne? Ja, sieht so aus. Irgendein Erika, irgendeine Sorte. Eine Kapelle nach der anderen hier. Ja, ein paar ganz schöne Felsen hier. Ein rotes Kreuz, nee, ein roter Pfeil. War das nicht irgendwas mit dem blauen? Dreieck. Ja, wir werden sehen. Die nächste Station. Ich bin ja nur Atheist. Und wie ich gerade erfahren habe, sind das wohl 12 Stationen. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, wie es jetzt hier waren hier. Ich bin, glaube ich, falsch. Also, ach so, von der Reihenfolge der Stationen fängt es wahrscheinlich dann oben an. Und geht nach unten. Okay. Ja, das haben sie extra gemacht. Da brauchen sie bei dieser Wanderung das Kreuz nicht hier runterschleppen, raufschleppen, dann runter. Hätte ich auch so gemacht. Die nächste Station. Da kommt der Sache näher. Wir nähern uns der nächsten. Ja, haben wir bald geschafft, glaube ich. Oh. Da scheint es noch ganz gut zu gehen. Ja, da ist es. Hin. Okay. Dieser Kreuzweg und seine Kapellen sind in den Jahren 1894 bis 1896 auf die Initiative von Pfarrer Aimé Rez aus Ribonville errichtet worden. Die Arbeiten übernahmen die Bewohner des Bildsteintales und der Glashütten für einen Teil ohne Entlohnung. Die zwei letzten Stationen befinden sich im Inneren der Wallfahrtsortes. Ja, dann gehen wir mal weiter. Gucken wir uns auch noch die letzten zwei Stationen. Doch von unten nach oben, oder? Kommt doch nicht mitgedacht. Ja, die nächste Station. Und jetzt sind wir gleich am Kloster. Da sind wir. Vielleicht doch ein bisschen durcheinander, ne? Weil da nageln sie schon wieder dran.
bestimmt. Dann gehen wir hin. Weil du musst ja die anderen Kreuzwegkapellen-Dinger auch noch sehen können. Da geht es dann für uns gleich weiter, da oben hoch. Mal gucken. Notre Dame de Dusenberg, Dusenbach. Notre Dame. Sockel, wo das Schild steht, da sitzt irgend so ein kleiner, was auch immer. Ja. Salamander, oder ja. Nee, Salamander ist schwarz. Ja, Eidechse. Eidechse. So, für uns geht es jetzt da auch weiter. So, dort war noch ganz schön warm in der Sonne. Jetzt geht es wieder ein bisschen in den Schatten. Bim bam. Halbe Stunde oder Viertelstunde? Ah, oder 1 Uhr, ja. Oh, die rote Markierung, richtig ist. Ich mache jetzt was gelesen vom blauen Quadrat. Wir sehen ja, wo wir rauskommen. Hat, wo die Burg stand, war schon ganz schön hoch. Burgen stehen meistens oben. Ja, ist ja auch okay. Wir kraxeln. Ja. Gucken, wenn der Feind kommt. Ja, im Moment ist noch nichts zu sehen vom Feind. Aber man weiß es ja nie. Die Erde gewütet. Ja. Und der Rhein. Ja. Da auseinandergerissen oder der Rhein hat sich was reingespült oder. Ja, aber. Da erdgeschichtlich. Sind wir, erdgeschichtlich sind wir da nicht so bewandert. Aber. Man könnte es ja rausbekommen. Aber heute nicht mehr. Ja, wir befinden uns hier auf dem Upsala Karlfels, 530 Meter. Die Kirche vorhin unten hatte eine Höhe von, also lag auf einer Höhe von 360 Meter. Also die ersten 170 Meter haben wir geschafft. Von der Kirche aus. Und da sind wir ja auch schon mal hochmarschiert, ein Stück. Ja, und der Karlfels ist halt ein kahler Fels. Aber ein schöner Aussichtspunkt. So, komm mal mit. Ja. Ist doch ganz nett, ne? Aber sieht schlimmer aus, als es ist. Wenn man wieder hier hingeht, da vorne wird wahrscheinlich schon irgendwo runtergehen, aber ja, und da hinten kann man in die Rheinebene gucken. Ja, wenn man die Bäume mal weghacken würde, vielleicht besser. Und da unten ist die Kirche. Da haben wir die erste Burg, die wir gleich besichtigen wollen noch. Okay, runter und rauf brauchen wir also nicht mehr. Kann ich immer was wert. Oh, eine Burg vor uns.
war das Château du Giesberg, glaube ich. Aussichten sind tipptopp. Ist ein bisschen diesig, das können wir wahrscheinlich noch weiter gucken, aber trotzdem nicht schlecht. Auf zum nächsten. Da geht's weiter. Die Burg abgehakt. Die dritte, die in der Wanderung dazugehört, machen wir nicht. Die ist gesperrt, darf man eh nicht betreten, also geht es jetzt runter. Da runter. Vorsicht, Fall langsam. Das irgendwie geht. Nicht so wie ich gestern. Bin ich mit der Schlappen mal vorne an dem Brett hängen geblieben. Ey. Was nicht schwimmen? Ja, Vorbeimarsch. Hinten der? Ja. Ja, ja. Und auch nicht so in der Sonne dann bergauf. Ja. Ist der Fix nicht fertig. Ja. Mich kann man eben schicken, ne? Ja. Ach ja, eine Mauer wäre die noch dazu. Das war der Eingang, ja. Der Lieferanteneingang. Tja. Kaum durch Tor, da öffnet sich der Blick. Noch ein Tor, gehen wir da auch noch durch. Macht jetzt hier fette Spitzkehre. Ja. Ja, komisch, ne? Hier ist eigentlich gutes Klima. Sonnenhang. Tja, vielleicht sind das Himbeeren. Ne, sind Brombeeren. Knüppelhart. Okay, dann ist das so. Überall so ein paar Mauerreste mit durchgängig. Da weiß ich noch, komm, das sieht da auch so aus, wenn das noch einer wäre, der da vorne. Aber siehst du, da sind es ab sofort rote Dreiecke, nicht mehr, sondern rote Quadrate oder Rechtecke. Hier muss jetzt klettern, ja. Ja, da. Hier für den Baum hängen ein paar Früchte dran. Wir wissen aber nicht, was es ist. Da kann man vielleicht besser sehen. So ein bisschen, aber das nicht. Okay. So, wir kommen aus dem Wald raus und es geht ein wenig in die Weinberge. Was könnte tatsächlich sein, dass wir da unten rauskommen? Nee, wahrscheinlich doch nicht. So wie ich das gedacht hatte. Ja, vielleicht doch. Wenn das mal Bio-Weinberge ist, wissen wir nicht, aber ziemlich. Ja, verwüstet, ja, verwüstet nicht, zugewachsen, zugewuchert, dazwischen überall. Das sieht fast aus, wie da nichts dran gemacht wird. Die Beeren sind auch ziemlich klein. Aber das gibt vielleicht die süßesten Trauben. So, gleich sind wir wieder unten in der Riboville. Kommt.
Das war's. Drei Burgentour. Zwei haben wir gemacht und dann waren wir noch kurz in Remonville. Haben uns das Käffchen noch mal ein bisschen angeguckt. Was heißt Käffchen? Sehr schön, wunderbar. Also macht ein bisschen was her. Ist natürlich touristisch, ein bisschen überlaufen. Aber war schön. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, uns hat es Spaß gemacht, war es noch ein bisschen anstrengend. Dann kommt beim nächsten Mal wieder mit. Wir sehen uns irgendwo aus Deutschland oder wahrscheinlich erstmal aus Frankreich. Und wie immer, bleibt gelassen. Macht's gut, euer Micha. Ciao.